Moin moin meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Witcher 2. Wir sind noch immer Geralt und wir müssen jetzt die Königsmörder finden, die sich in einem Versteck befinden, irgendwo in den Bergen. Und ich hoffe, dass der Königsmörder noch da ist, damit wir den vielleicht gleichzeitig eine Runde eliminieren können. Das wäre natürlich richtig stark. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir lang müssen. Ich glaube, da kommen wir hier so durch. Ja, das könnte klappen. Da nicht. Okay, guck mal, hier sind sie auf jeden Fall lang. Aber ich frage mich. Genau, dann sind wir hier durch. Aber wir sind ja auch nur zum Versteck gegangen, stimmt. Wir sind auch nur zum Versteck gegangen. Hier waren auch ein paar Harpien. Also, hä? Ne, hier waren Harpien. Jetzt aber. Da oben war noch was. So, die guten Harpien, die wir hier gekillt haben. Ich erinnere mich. Und da vorne ist der Eingang in die Höhle. Und in der Höhle sind Fallen. Das Medaillon warnt mich wieder. Ist hier dann... Okay, ja gut, dann gehen wir hier mal rein. Aber an der Stelle waren wir schon mal. Ei! Ein Gargoyle. Ey. Au! Alter Schwede, ist das viel krass. Geben wir dadurch Erfahrungspunkte? Nö. Das Medaillon. Das ist noch einer. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind sie lang? Sind sie hier durch? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier durch. Ja, hier. Irgendwas Großes ist da drin. Ein Golem. Das geht hier nicht. Ja, schön. Warte mal, wenn ich aber rausgehe, geht das, oder? Ja, dann baue ich noch ein paar Kartätschen und bewirft das Vieh einfach ohne Ende. Alchemie. Kartätsche. Scheiße, ich kann nur drei herstellen. Das wird nicht reichen. Was haben wir noch?
Anguste. Salmon. Tanzender Stern. Explodiert mit Feuer. Ja gut, das ist ein Stein, das ist ein Golem, ne? Also, du kannst mal probieren. Stell mal 10 Stück her. Und mal gucken, was es bringt. Mal gucken. Oh, ich hasse Golems. Ach, das war's. Geralt. Auch gut. Okay, da ist der Mörder. Serret. Sheila wusste Bescheid. Sie will die Beweise vernichten. Was für Beweise? Wir wollten dich nicht zurücklassen. Wovon redest du? Fast hätten wir... Stell dir das vor. Die wilde Jagd. Die Welt frei vom Ungeist des Krieges. Flashback. September 1269, die Hydra-Schlucht. Nach dem Frieden von Sintra schlitzt man hier 53 Elfenoffizieren der Freehead-Brigade die Kehlen auf. Ihre Leichen wirft man in den Abgrund. Was die Reiter der wilden Jagd suchen, weiß ich nicht. 23. November 1269, Sintra, das Dorf Kaltwasser. Die wilde Jagd hat ein neues Opfer, einen 11-jährigen Jungen. Den Eltern scheint das nicht viel auszumachen. Bin müde. 24. Februar 1270, ein Pass im Armuschgebirge. Ein Manticore, eines der seltensten und gefährlichsten Monster. Früher hätte ich die Jagd auf ihn als Herausforderung betrachtet. Jetzt ist er nur ein Hindernis. Doch mit seinem Fleisch und Blut werde ich in dieser Eishölle überleben können. 30. Mai 1270, Yaruga. Die wilde Jagd zieht nach Süden weiter. Seit ich sie verfolge, hat sie 23 Menschen entführt. Sie waren alle zwischen 10 und 20 Jahre alt. Außer Yennefer. Unterhändler. Okay, wir haben ein paar neue Sachen bekommen, die wir gleich mal prüfen werden. Ja, und zwar das Silberschwert 19 bis 25. Unsers ist viel besser. Ja, unsers ist viel besser. Was sagt denn der Schuh? Auch viel besser. Das ist ja totaler Mist, was wir hier bekommen haben. Okay. Wir speichern aber. Und dann gehen wir mal zurück. Sprich mit Detmold. Aber warum will Sheila denn die Beweise vernichten? Das verstehe ich nicht. Noch nicht. Au! Hoppala.
Aber Nieto ist auch so ein Typ, ne? Den wir echt nicht unterschätzen dürfen. Alchemie, ich werde nochmal... Ach scheiße, ich kann kein Dings herstellen. Keine Cartagen. Brauche ich denn dafür? Ach doch, kann ich. Kann ich doch. 10 Stück stelle ich her. Nur zur Sicherheit. Und dann geht's weiter. Inventar. So, die Cartagen, die kommt da oben rein. Dann werden wir mal zu Detmold gehen. Aber Jetto ist immer noch unterwegs. Jetto, glaube ich, war das. Ausgesprochen. Also ich bin gespannt, was da jetzt dann noch passiert. Tatsächlich. Aber erstmal müssen wir da natürlich mit Detmold sprechen. Weil wir uns ja erstmal auch mit ihm beraten müssen, anscheinend. Jetzt noch beratschlagen müssen. Was war das? Das ist nix. Ich dachte, da wäre was gewesen. Die Herren, guten Tag. Ah, hey. Sehr schön. Übst du weiter? Hab nichts dagegen. Warum nicht? Wer will? Hä? Ach so. Ja, spielen wir um Geld hier. Ich dachte... Zeig mal, wie gut mein Freund Vernon dich geschult hat. Macht Platz! Dann eben so. Pass auf dich auf. Was quatscht denn dazwischen, Alter? Was ist mit ihm los? Gib Geld. Ha, der ist jung, der lernt's noch. Also ich dachte, er war's. Übst du weiter? Warum nicht? Warum Wer nicht? Will? Digga, ich brauch Kohle. Immer her Zeig damit. Zeig mal, wie gut mein Freund wär. Macht Platz. Komm, let's go. Wieder der Helmkirchen hier. Ne, ein anderer diesmal. Bam, ab in den Rücken. Der steht aber immer wieder auf. Jetzt nicht mehr. Der ist jung, der lernt's noch. Ja, ich weiß ja nicht. Egal, komm. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit. Pass auf dich auf, Gerald. Wes. Okay. Nun hatten sie gerade ein Schwein. Wir werden aber mal was verkaufen, aber das machen wir. Warte mal, wer von denen verkauft den? Ich glaube, er. Oder er kann auch herstellen, ne? Sieh dich nur um. Raimund kann doch... Ne, mit dem kann ich nur würfeln. Okay, dann gehen wir aufs Lager. Friedensstifter nehmen wir mit. Mitnehmen. Verkaufen jetzt mal ein bisschen was hier. Elaine Blade. Warte mal, habe ich nicht eine ertrunkene Trophäe an? Ah, sehe ich so nicht, ne? Nee.
Pack das mal alles hier rein. Okay, bringt gar nichts. Ich hab echt gedacht, das bringt was. Aber doch, ein bisschen hat es gebracht. Was geht uns die hohe Politik? Ich bin überlastet. Wir sollten unsere eigene Meinung haben, oder? Wer fragt, geht nicht fehl. Ich möchte etwas kaufen. Eigentlich möchte er das verkaufen. Handwerkszeug können wir eigentlich auch wegpacken. Sonst geht es zu wie bei der Mühle in Stützing. Die hat der Schmied von Werbling übernommen, indem er die Müllerswitwe geheiratet hat. Und vielleicht sollten wir dann doch lieber das alles hier wieder mitnehmen. Oh Gott, ich nehme mal einen. Nein. Wie dumm. Ich habe immer gerade ein für ein mitgenommen. Amethyststaub. Ich weiß nicht, ob wir davon so viel brauchen. Dann nehmen wir 20 mit. Alicia, nehmen wir mal alle mit. Diamantstaub nehmen wir 20 mit. 3 Krallen. Davon nehmen wir 10 mit. Speichel. Zähne. Ertrunkenen Gehirne. Gargoylenherz. Gargoylstaub. Grallenhirn. Paar Pilze. Schade, dass man das nicht einfach schneller machen kann. 20 Harpienaugen. Auf den Eier. Federn. Speichel. Die Pilze. Ach ja. Augen. Das letzte Amethyststaub. Harpien speichern. Krabbenspinnaugen, Krabbenpanzer. Ach komm, das brauchen wir alles nicht. Wenn wir alles wiederfinden. Ansonsten. Gehen wir ans Lager.
wenn wir irgendwas brauchen. So. Wir gehen zu Detmold und werden ihm mal von der Neuigkeit erzählen. Dass Jute Sheila nicht so ist, wie sie scheint. Und ich habe erst gedacht, so mit den Prinzipien und sowas, das ist schon eine gute Sache, ne? Sie will nicht in Totenrund stochern und so. Verstehe ich. Ehrenhafte Hexe und so. Aber jetzt sowas, ich weiß ja nicht. Allen sei bekannt und zu wissen getan, dass die Jungfrau Rebellin. Ich könnte dich und deine Schwerter kaufen. Nein, kannst du nicht. Sowas versaut einem die Laune. Detmold. Und? Hast du ihn erwischt? Sheila war schneller. Er ist tot. Dreckstück! Ist sicher schon jenseits des Nebels. Auf, Hexer! Wir müssen diesen verdammten Fluch bannen. Hier. Das Symbol für Mut, das du suchst. Sehr gut. Level aufgestiegen. Sprich mit Detmold über den Fluch, das machen wir aber erst, wenn wir gelevelt haben. Da. Das könnten wir nochmal. Was ist denn das da oben nochmal? Hexerausbildung. Pfeile umlenken. Ja, gut, das brauchen wir ja nicht unbedingt, ne? Messer werfen. Energieregeneration. Naja. Alchemie. Machen wir das hier hinten. Was soll's? Noch ein. Haben wir denn hier Alchemie tatsächlich, ne? Bewegungsdauer von Ölen. Berserker-Modus. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier, ne? Igni. Schaltstufe 2 des Axi-Zeichens frei. A-Zeichen. Zeichen Schaden. Das ist alles, ne? Das ist gut. Dann sprechen wir nochmal mit Detmold über den Fluch. Artefakte. Ich bin bereit, den Fluch zu brechen. Ich habe alle Artefakte. Dann gibt es die Chance, dass wir bald gegen Edirne ziehen und du dein Gedächtnis wieder erlangst. Ich brauche deine Hilfe, Zauberer, um die richtigen Geister zu finden. Sie werden dich finden. Die Aura der Artefakte zieht sie an. Lass sie denken, reden und handeln. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Geralt, da ist noch etwas. Ich habe das Schlachtfeld geprüft und den Geist des Besuchers gefunden. Er ist nicht wie die anderen. Er hat sich verwandelt. Was mit seinen Augen? In einen Draug. Das war zu erwarten. Viel Erfolg, Hexer. Sagt er. Nimm an der Schlacht im Geisternebel teil. Yay. Aber machen wir. Kein Problem. Ich grüße dich, Meister Geralt. Ich mich auch, danke. Achtung, Achtung! Unser allergnädigster Herrscher Händel! Souverän der Niedermark, etc., etc. Unterstellt angesichts des feigen Mordes an seinem Cousin Demavent auf Drängen des verwaisten und verängstigten Volkes von Edirn Demavents Land seinem Schutz. In gerechtem Zorne spürt. So, dann wollen wir mal in die Schlacht ziehen. Schreibt man nicht so, wenn man in die Schlacht zieht? Ey, sind aber auch Skelette ohne Ende, Freunde. Ich
verlorenen Schäfchen. Das ist ja doof. Wie warm es ist. Ein schöner Herbst. Wird wohl reichlich Obst geben. Wir werden's wohl nicht pflücken. Wir pflücken die Köpfe der Feinde. Und zwar sofort. Los jetzt! Vernichtet diese ketwenischen Köter! Ruhe. Wir sind noch nicht so weit. Manchmal vergesse ich fast, warum wir uns eigentlich schlagen. Mächtige Könige brauchen eben Kriege. Sollen Demavent und Henselt die Sache doch mit einem Duell entscheiden? Mein Schwager stammt aus Kedwin. Ein anständiger Kerl. Ich war mal bei denen auf dem Markt. Gute Ware haben sie mir verkauft. Billiger als bei uns. Haltet die Klappe, verdammt nochmal! Kedwiner sind Tiere, allesamt! Wisst ihr, was die mit unseren Frauen machen, wenn wir diese Schlacht verlieren? Habt ihr vergessen, dass sie gekommen sind, um zu stehlen, zu brandschatzen und unser Land zu rauben? Wollt ihr es ihnen vielleicht schenken? Isabrot, auf sie! Nein, auf das Signal warten. Ach was, abwarten! Schweig! Bogenschützen, Pfeile entzünden. Ziel, erster Wall. Auf sie! Die feindliche Standarte erobern! Der Feind hat die Standarte. Sie schießen uns ab wie Enten. Verständigt den Feldherrn. Das ist eine Falle. Ohne Verstärkung sind wir verloren. Muss ich es ihm sagen? Woher denn? Das macht Prinzessin Syphilis. Sieh bloß zu, du Esel, sonst spicken sie uns alle. Das schaffe ich doch nie. Meine erste Schlacht. Zum ersten Mal getötet. Blut an meinen Händen. Eieiei. Und ängstlich. Aua. Aber ich kann natürlich nicht viel schneller laufen als... Ich bin eine Sekunde zu spät losgelaufen, würde ich sagen. Ja, komm, laden. Der Feind hat sie. Kennen wir. Muss ich. Alter Schwede, haben die einen Rhythmus.
Was ist er denn? Herr, das graue Feenlein schickt mich. Ein Hinterhalt. Wir brauchen Hilfe. Deine Kundschafter haben das Schlachtfeld doch genauestens beobachtet. Jawohl. Sie müssen die Gräben in der Nacht ausgehoben haben. Tagsüber war das Feld frei. Herrin Glevisik hat mit Magie über das Feld gewacht. 10 Schläge für jeden Kundschafter. Den Strick für jeden Dritten. Herr, wir brauchen Verstärkung. Es gibt keine Verstärkung. Hart aus! Und du, Glevisik, mit dir rechne ich nach der Schlacht ab. Der König wird von deiner Unfähigkeit erfahren. Befehlshaber entscheiden über den Ausgang von Schlachten, nicht Zauberinnen. Denk dran, auch ich erstatte Bericht und... Das Gespräch ist jetzt beendet, Hexe. Zeit hier zu gewinnen. Meine Herren, zu den Standarten. Was ist los mit dem? Und auf in den Kampf! Wer ist er? Du magst fertig sein mit mir, aber ich noch lange nicht mit dir. Nardo Vesivec. Was können wir tun, Sabrina? Meine Stellung an Hänsels Hof ist in Gefahr. Und wenn Vandergriff die Schlacht gewinnt, wird Hänselt nichts mehr aufhalten, Oberedirn einzunehmen. Das Ende des Kräftegleichgewichts im Norden. Was willst du tun? Das Feuer des Melgar. Ich töte Vandergriff und schwäche beide Seiten. Eine solche Waffe kann streng geahndet werden. Das ist mir klar. Hänsels Hegemonie passt nicht zu den Plänen der Loge. Wir helfen dir, aber denk daran. Geht es schief, bist du auf dich gestellt. Ich bin bereit. Nicht drauf! Ihr sterbt ja wie die Kakerlaken unterm Stiefel! Ist da irgendein Catwinner, der es mit Selkirk von Guleta aufnimmt? Hey. Ich werde euch alle umbringen! Thank you.
Weiter. Die ganze Zeit wird er irgendwie Sascha Schalter oder so gesagt. So, wo ist der nächste Gegner? Ich bin ein blutrünstiger Soldat, ich will töten. Das ist doch kein Soldat. Der Besucher. Gegen den will ich schon lange kämpfen. Oh. Verschwinde, Geist. Ich lasse mir doch einen Zweikampf mit Vandergriff nicht entgehen. Er wird dich wieder töten. Selkirk fürchtet den Tod nicht. Wenn du stirbst, werden auch deine Soldaten immer wieder sterben, bis in alle Ewigkeit. Geh, das ist keine Aufgabe für einen Ritter, sondern für einen Hexer. Ich tue das nur für meine Leute. Na klar. Verrecke. Was Großes. Du hast mich enttäuscht. Wer bist du? Dein Albtraum. Ah, schön. Ui. Ja, wie soll ich den denn platt machen? Ja, wie soll ich den besiegen? Ich reiz nicht. Wie soll ich den besiegen? Ich verstehe es nicht. Hey! Wie viele von denen laufen hier noch rum? Geht auf gar nichts. Alle Achtung. Okay, das war leicht. Hättest das war zu leicht. Hause bleiben sollen, Vandergriff. Danke, Zauberer, dass wir nach so einem Sieg sterben müssen. Götter, gegen so einen Zauber kann man nicht kämpfen. Zauberhagel, unreines Feuer, wehe uns. Was tun Sie da nur?
wie die Prophezeiung sagt. Es kommt die Zeit, dass sich die Zauberinnen gegen die Menschen wenden, Feuerkugeln vom Himmel regnen und das Werk der Zerstörung sich vollendet. Und jetzt? Sollt ihr mir auf den Tod warten? Ich will euch führen, wie der Hirte seine Herde, aus dem finsteren Abgrund. Okay. Unsere Leute sterben! Ein Massaker! Rettet uns, Herr! Sabrina, ist das dein Werk? Lasst zum Angriff blasen, Majestät! Eddins Armee löst sich auf! Nicht nur die! Sieh dir diese panischen Horden an! Heute Morgen waren sie noch die Blüte meiner Ritterschaft! Wenn sie Verstärkung bekommen, schaffen sie's! Wer hat dir zu zaubern gestattet? Herr, wenn ihr jetzt losschlagt, ist Ober-Eddian euer! Du besudelst meine Ehre! Du schlachtest meine Ritter! Majestät, die Schlacht war verloren! Du wagst es, mich vor dem Avent zu entwürdigen. Seine Streitkräfte haben bis zum Schluss gekämpft. Und so ziemt es sich auch für ehrenhafte Männer. Du bist des Todes auf dem Scheiterhaufen, Sabrina Glevisig. Ich werde zurückkehren und mein Geburtsrecht einfordern. Das zeigt aber Ehre von Hänselt. Juli 1270. Der Angrenwald. Kein Kraftpotz oder Riese dieser Erde wird je den Hieb eines Schleimlingsschwanzes abwehren können. Leto hat es auch nicht geschafft, aber immerhin hat er überlebt. Ich helfe ihm. Hexer sollten sich auf ihrem Weg gegenseitig unterstützen. Er hat zwei Gefährten. Hexerbrüder aus der Schlangenschule. Die wilde Jagd rast nach Süden. Leto aus Guletar weiß, wohin. Er kennt den Endpunkt der Jagd. Oh, wir erinnern uns. Endlich bist du wach. Wo bin ich? Am sichersten Ort im Lager, mein Freund. In seinem Puff. Zelt. Genau. Ja, gut. Wie bin ich hierher gekommen? Man hat dich bewusstlos auf einem Feld gefunden. Der Nebel ist weg. Seit 3 Tagen. Ey. Seit 3 Tagen? Sicher? Mhm. Rosh hat es in einer geheimen Mission nach Kedwin und wieder zurückgeschafft. Okay, was machst du hier? Ein Wegstecken? Sehr witzig. Mein Freund liegt in schrecklichem Zustand da nieder. Das könnte ich nicht tun. Schau dich um. Du bist in einem Hurenhaus. Dienstlich. Das zählt nicht. Meine Erinnerungen kehren zurück. Cedric hatte recht. Die Kraft der Geisterschlacht regt das Gedächtnis an. Du bekamst Einblick in ein weiteres Kapitel der Saga Geralt von Riva? Ich erinnere mich jetzt, wer mir geholfen hat, die wilde Jagd einzuholen. Wer denn? Leto. Voltests Mörder. Ich hatte ihm das Leben gerettet und er verriet mir, wo ich die wilde Jagd finden würde. Ich weiß aber nicht, ob wir Yennefer retten konnten. Was ist hier passiert, während ich bewusstlos war? Eine ganze Menge. Du hast den Geisternebel vertrieben. Hänselt hat vom Komplott erfahren und Detmold ist verrückt geworden. Okay. Detmold ist wahnsinnig geworden? Was soll das heißen? Detmold ist verrückt geworden? Hänselt hat ihn zur Schnecke gemacht, weil er ihm das Komplott verheimlicht hat. Und dann nochmal, weil er die Anführer nicht gefunden hat. Ehrgeizig wie Detmold ist, dürfte ihn das ziemlich aus der Fassung gebracht haben. Er hat jeden Verdächtigen verhaften lassen. Er verhört und foltert sie und knüpft sie auf. Seit 3 Tagen. Er tut immer das, was er am besten kann. Töten. Was ist mit Hänselt? Warum greift Hänselt nicht an?
Adel und Offizierskorps verlangten diverse Privilegien und Garantien, dass es keine Absprachen mit Nilfgaard gibt, dass sie Land im Pontertal erhalten. Und Henselt? Hat getobt und sie der Feigheit bezichtigt. Aber er braucht den Adel eben. 3 Tage ging es hin und her. Mit Versprechungen hat er dann genügend Soldaten rumgekriegt und ist gen Wergen gezogen. Die Schlacht müsste im Gange sein. Okay, wer steckt hinter der Verschwörung? Ist schon klar, wer hinter der Verschwörung steckt. Wer führt sie an? Breitfeld, Kirim von Keingorn und Gunnar Blekenhofe sind verhaftet worden. Bisher ohne Resultat. Naja, ich selbst weiß natürlich, wo man den Anführer findet. Wie war das? Ich habe schon immer gesagt, dass Bordelle zu den besten Orten unter der Sonne gehören. Man kann nicht nur... Komm zur Sache, Rittersporn. Ich habe Lispelotte belauscht. Lass dich bloß nicht von ihrem Spitznamen täuschen. Sie hat eine wunderschöne... Zur Sache. Keine Ahnung, mit wem sie geredet hat. Ich konnte ihn nicht sehen. Aber er hat gesagt, heute kriegen wir Anweisungen in der Hütte auf den Klippen. Rittersporn, da ist noch etwas. Ja? Deine Pamphlete. Wenn Detmold davon Wind kriegt. Stimmt. Wir sollten uns aus dem Staub machen. Nicht wir. Du. Ja. Und zwar schnell. Ich würde dich doch nicht verlassen, Geralt. Hier warten Abenteuer, Königreiche gehen unter, Stoff für Balladen. Himmelrittersporn, die Zeit für Späßchen ist um, kapierst du nicht? Wenn Detmold dich kriegt, verkriech dich irgendwo, weit vom Pontertal entfernt. Na gut. Na schön, aber nur für dich. Ich fahre nach Ochsenfurt und grüße unsere gemeinsamen Bekannten. Wenn das alles vorbei ist, finde ich dich. Zweifellos. Es ist ja immer noch etliches unklar. Wie geht's denn weiter, Geralt? Ich suche Sheela, den Königsmörder und mein Gedächtnis. Aber zuerst finde ich raus, wer hinter dem Komplott steckt. Ich habe da einen Verdacht. Meinst du Sheela? Rittersporn, geh jetzt. Bis zum nächsten Mal, alter Kumpel. Geh zum Treffen der Verschwörer im Haus auf den Klippen. Das werden wir auf jeden Fall tun, aber erst in der nächsten Folge. Meine lieben Freunde, das war eine Schlacht jetzt, die seinesgleichen sucht. Nein, so extrem war sie jetzt nicht. Aber man muss irgendwie erstmal hinter die Kämpfe steigen, habe ich manchmal das Gefühl. Und das haben wir gut gemacht diesmal. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir auf das Haus auf der Klippe. Und besuchen mal die Verschwörer. Und dann gucken wir, wer da alles rumlungert. Also Sheela wird bestimmt da sein. Und mal gucken, wer noch. Ich bin gespannt. Meine Lieben, lasst euch nicht ärgern. Haut rein.